herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz nach der Bayernliga-Partie Buchloe gegen Pfaffenhofen. Ich darf beide Trainer recht willkommen heißen. Auf Gästeseite Stefan Teufel, Christopher Leichner auf unserer Seite. Herr Teufel, Glückwunsch zum Auswärtssieg. 3:2 heißt es am Ende für eure Mannschaft. In einer engen, umkämpften Partie. Ein paar Worte Ihrerseits zum Spielverlauf, bitte. Ja, hallo. Wir sind natürlich jetzt überglücklich, dass wir jetzt da unsere ersten drei Punkte schon haben. Ich glaube, jeder hat gesehen, wie naiv wir uns unsere Punkte erarbeiten müssen. Wir führen 3:2, 2 Minuten vor Schluss. Ich glaube sogar, dass wir Überzahl gehabt haben und versuchen dann noch mehr ein Tor zum Schießen, stellen das Bulli so offensiv, dass der Gegner gleich mal 3 gegen 1 läuft. Dann geht das zweite Überzahl aufs Eis und nach 10 Sekunden ist auf einmal faul, weil sich der Spieler nicht beherrschen kann und einen Stockschlag macht, den jeder im Stadion gesehen hat. Gut, dann spielen wir 4-4, allerdings ja nur ein paar Sekunden und dann haben wir auf einmal Unterzahl. Und dann nimmt natürlich der gegnerische Trainer sein Torwart raus und dann brennt es lichterloh und dann schmeißt du fast, dann sage ich ja glücklich, für uns extrem glücklich, schmeißt du dann fast das, was du über 58, 30 die hart erarbeitet hast, schmeißt du dann in 2 oder 1,5 Minuten ganz dramatisch weg. War jetzt zum Glück heute nicht so und der Eishockey-Gott hat uns geholfen und wir nehmen jetzt einfach die 3 Punkte mit und trinken heute Bier im Bus und sind glücklich. Danke. Dankeschön. Christopher, nach den ersten 3 Punkten am Freitag und einer ordentlichen Leistung in Schweinfurt, heute leider die 2. Heimniederlage der Saison. Verdient am Ende oder nicht verdient? Auch von dir bitte ein paar Worte zum Spielverlauf und deine Einschätzung zum Spiel. Guten Abend. Glückwunsch nach Pfaffenhofen für die Punkte. Ich kann nicht viel sagen, außer dass wir am Freitag uns auswärts hart die 3 Punkte erarbeitet haben und heute leider wieder weggeschmissen haben. Bin maßlos enttäuscht. Wir wussten, dass es ein hartes Spiel wird. Also nicht in diese Richtung, aber wir sind gut gestartet. Machen uns das Spiel dann wieder mit Strafzeiten selber kaputt im ersten Drittel. Gehen dann schon wieder mit dem Rückstand in die Pause. Investieren dann wieder viele zweiten Drittel, drehen das Spiel in Überzahl. Ja, dann passieren wieder Sachen draußen. Oder ja, wo wir einfach nicht so stehen lassen können. Da geht es dann nicht nur ums Sportliche. Machen uns dann das Spiel im Endeffekt selber wieder kaputt, gehen dann mit dem 2:2 in die Pause, dass wir dann noch fressen. Im letzten Drittel, ja, es war einfach dann spielerisch auch zu wenig. Haben dann komplett irgendwo wieder einen Faden verloren, da war Pfaffenhofen dann auch irgendwo schon wieder mehr am Drücker, aber auch da wieder nehmen wir noch Strafzeiten, da weiß ich dann einfach auch nochmal weiter. Die sind teilweise einfach ja, nicht zu erklären. Kämpft und rackert mal, ich glaube unser Torwart holt 5 Nachschüsse raus, bis der Gegner dann endlich mit dem 6. dann doch neu wühlt. Ja, dann bist du hinten und dann fehlt uns einfach auch, ja, ich weiß nicht. Wir machen dann das Tor vorne nicht, ich weiß nicht, was wir da für Chancen noch wollen. Teilweise Alleingänge, ja. Dann fehlt es irgendwo, ja, von vorne bis hinten, einmal vom Sportlichen und dann war teilweise auch ein paar andere Sachen heute enttäuschend. Von dem her, ja, ich war guter Dinge, dass wir heute nach dem Auftritt am Freitag nachlegen können, hier die ersten 3 Punkte zu Hause holen. Aber so muss man leider sagen, war das ein gebrauchter Abend. Okay. Danke dir. Ja, gebrauchter Abend war das Ganze für euch am Freitag. Da habt ihr eine deutliche Heimniederlage gegen Kempten einstecken müssen. Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, aber heute habt ihr einen recht kompakten Eindruck gemacht. Vielleicht auch, kann man so sagen, zum rechten Zeitpunkt die Tore gemacht. War das so die Marschroute, hier erstmal abwarten, zu agieren? 2 Drittel lang im letzten war da für mich dann ja, offensiv agiler und somit auch verdient dann am Führungstreffer dran. Oder ein paar Einblicke vielleicht in die taktische Marschroute, eben auch im Hinblick auf die Freitagspartie. Ja, am Freitag waren wir natürlich noch naiver unterwegs. Ich habe in der Pressekonferenz gesagt, das war ein Handballspiel, das war kein Eishockey, sondern das war ein Handballspiel.
beide Mannschaften brutal offensiv, also jeder vorne reingrennt, komplett jegliche Defensive irgendwie total vergessen. Auf beiden Seiten für die Zuschauer war es natürlich extrem attraktiv, weil die halt einfach da über 60 Minuten Hurra also gesehen haben von zwei wahnsinnigen Teams mit vier Blöcken, extrem schnell. Aber als Trainer kriegst du halt nur mehr graue Haare. Gut, ich krieg jetzt keine graue Haare mehr, weil, wie ich vorher schon gesagt, die Glatzstreifen in Tanten fallen zu mir aus. Für die Kempner, die halt dann da wirklich dann sehr, 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 sehr clever agieren und dann auch sich als Beispiel aufziehen und uns halt dann einfach mal 10 Hütten eingeschenkt haben. Auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, wir haben auch am Freitag sehr gut gespielt, offensiv, defensiv nicht, aber offensiv sehr gut gespielt, genauso wie heute, konsequent. Das Einzige, was ich heute halt einfach noch gesagt habe, Jungs, was wir am Freitag vergessen haben, das müssen wir heute machen. Das war zum einen den hohen Mann, immer den hohen Mann halten, nicht doof pinchen und die Tore schießen. So. Und wie gesagt, bis 58:15 hat das auch funktioniert. Wenig Strafzeiten, konzentriert gearbeitet, den hohen Mann immer gestellt, die zweite Welle vom Gegner nicht aggressiv vorgecheckt, sondern dann halt in der neutralen Zone zugestellt. Auch ganz wichtig dann eben diesen öffnenden Pass in der neutralen Zone oder in die neutrale Zone dann verteidigt, gut verteidigt. Und das haben wir halt alles besser gemacht. Und am Freitag haben wir das halt einfach nicht gemacht. Und wenn wir das heute nicht gemacht hätten, dann war das Ergebnis wahrscheinlich genauso gewesen wie am Freitag. Aber nein, ich habe eine ganz junge Mannschaft. Ich glaube, ich habe bloß einen Spieler, der über 30 ist. Auch beide Ausländer sind 99er Jahrgang. Als älterer Trainer geht man davon aus, dass manches Eishockey-Wissen da ist. Wärst aber leider Gottes von Spieltag zu Spieltag ein bisschen enttäuscht und dann musst du halt wie in so einer U15-Mannschaft oder wie in so einer U20-Mannschaft halt vor dem Spiel immer alles abarbeiten, deine To-Do-Liste mit den Spielerinnen, machst du das, machst du das, machst du das und dann geht's so wie heute glücklicherweise gut. Wie es nächste Woche dann ausschaut, schauen wir mal. Danke. Alles klar. Blick auf nächste Woche ist für mich auch noch das Stichwort an dich, Christopher. Du hast gerade vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ein erster Heimsieg hier heute mit einem 6-Punkte-Wochenende hätte natürlich besonders gut getan in Anbetracht der Aufgaben, die uns am nächsten Wochenende erwarten. Auswärts in Miesbach, immer eine schwere Nuss. Kommenden Sonntag das Allgäu-Derby gegen Kempten. Ein paar ausblickende Worte auf das nächste Wochenende. Also ich bin eigentlich noch beim heutigen Abend, dass es genügend auch zum Arbeiten gibt, bevor wir uns mit nächster Woche beschäftigen. Ja, deswegen brauchen wir jetzt da noch nicht viel drauf eingehen. Danke. Alles klar. Die Trainingswoche wird da sicherlich mehr Aufschluss geben für dich und deine Mannschaft. Ich danke Ihnen allen fürs Kommen, wünsche den Gästen eine gute Heimreise. Wir sehen uns auf jeden Fall beim Rückspiel in Pfaffenhofen nochmal. Ihnen allen, wie gesagt, danke fürs Kommen und auch jetzt noch fürs Beiwohnen der Pressekonferenz. Das nächste Heimspiel, ich habe es gerade schon anklingen lassen, heute in einer Woche, 17 Uhr, das Allgäu-Derby gegen den ESC Kempten. Bis dahin Ihnen allen eine gute Woche und bleiben Sie gesund und munter. Danke.